Hallo und herzlich willkommen bei einem neuen Andreadattle. Wir spielen heute Pixel Junk Shooter. Ich starte einfach mal direkt in ein neues Spiel. In einer fernen Zukunft jenseits unserer Galaxie hat sich die menschliche Rasse ausgebreitet und alle Planeten weit und breit besiedelt. Die Rohstoffe des Universums gehen langsam zur Neige und die Energie- und Nahrungsmittelpreise steigen in ungeahnte Höhen. Es beginnt eine erbitterte Suche nach neuen Vorräten. Gewaltige transgalaktische Unternehmen schicken immer riskantere Expeditionen los, um ihre Macht und ihren Profit zu steigern. Doch das Rennen um die Entdeckung neuer fremder Welten wird nicht nur immer härter, sondern auch immer gefährlicher. Bitches. So, ja, das ist ein nettes kleines Spiel. So, hier kennt ihr, ich weiß gar nicht, wie man das beschreiben soll, diese Space Invader. Ich flieg mit einem Flugzeug, Raumschiff, was auch immer, durch die Gegend und muss Sachen einsammeln. Spiel. Und das ist jetzt gerade die unfassbar spannende Anfangssequenz. Planetname ab zu Prime, Planetart M-Klasse, Sternart roter Überriese, wertvolle Mineralvorkommen 87%, Anomalien entdeckt, Minenkolonien gegründet, 307 nach Christus, Population der Minenkolonien 540, Status der Kolonien unbekannt, Signal der Kolonien entdeckt, SOS. Was ist das? 3712.4 nach Christus. Okay. So, und hier können wir jetzt in den Einspielermodus gehen. Und ich glaube, das ist jetzt kein neues Spiel. Ich habe schon die ersten zwei Level gespielt. There we go. Episode 1, SOS. And suddenly it's loud. So. Nein. Was tust du? So, okay. Wir klicken einfach mal auf Auswählen. Und ich weiß nicht, welches Level das jetzt ist. In den Abgrund. Das sieht nach dem ersten Level aus. Ja. So, wir haben hier unser tolles Raumschiff. Ich steuere gerade mit einem Xbox-Controller. Mit einem neuen. Ich habe mir einen neuen gekauft, so ohne Kabel. Und wir können uns drehen. Oh, das wusste ich auch noch nicht. Und wir können... Im Moment noch nicht. Oh doch, wir können einen Greifarm machen und wir können schießen. Und ja, das ist es dann auch schon. Wie ihr seht, wir können auch tauchen. Das Wasser drückt mich so ein bisschen weg. Und unsere Aufgabe ist es jetzt ganz blöd, hier so ein paar Sachen einzusammeln und Astronauten zu retten mit unserem wunderbaren Greifarm. Ach, wir sind... Oh! Hübserlein. Jetzt habe ich zwei getötet. Egal. Mensch, man kann nicht auf alle achten. So, hier haben wir nochmal einen Diamanten. Hier ist irgendein Tor. Jetzt sollte ich gucken, dass ich nicht schieße. Und sollte auch die richtige Taste drücken. So. Highscore. Ja, das ist doch wunderschön. Gehen wir mal weiter ins nächste Level. Und ihr seht, eigentlich macht das Spiel jetzt schon Spaß, muss ich sagen. Ich finde es echt irgendwie schön. Es hat so eine gewisse Papieroptik, die ich ganz cool finde. Und es lässt sich super angenehm steuern. So, und dann kommen wir zu einem neuen Vorteil des Spiels, beziehungsweise einer coolen Sache. Ich kann hier so ein bisschen Wasser rauslassen. Und ich finde, das Wasser, das sieht zwar irgendwie so ein bisschen unnatürlich aus, aber es passt voll zur Optik. So. Dann sammeln wir mal hier ein bisschen ein. Und ich glaube, obwohl... Ich glaube, es macht nichts, wenn die hier... So, jetzt geht die Tür auf. Und hier mal auch frei. Und dann passt das schon. Aber ich glaube... Hier oben... Hier ist ja auch sowas zum kaputt machen. Hier ist ein Diamant und hier sind...
Oh, ein Leben gekriegt. Es gibt hier... Ich kann sterben. Das ist schon mal nicht gut. Ich glaube, ich habe 3 oder 4 Level gespielt und dann dachte ich mir, hey... Daddeln wir das doch mal an. So. Wieder ein Level geschafft. Noch ist er noch nicht so spannend, aber das ist ja... Well, shit. So, wir haben... Okay, das sieht böse aus. Ah, unten haben wir so eine Hitzeanzeige. Oh. Oh, okay. Ja, ich verstehe. Ja, ja, das wusste ich. Habe ich natürlich gewusst. Wollte ich nur mal ausprobieren. Kann ich den Boden hier kaputt schießen? Nein, schade. Oh, aber kann ich das Wasser hier irgendwie so rüberschwappen lassen? Oh, nein, komm, das geht irgendwie, das geht. Ich will wissen, was passiert. Egal, vielleicht wird das wird garantiert noch passieren. So, den retten wir mal, der Arme. Ja. Yeah. Oh, 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 abkühlen, abkühlen, abkühlen. Okay. So, hier können wir nicht weiter. Alarmstufe rot. Ist das hier auch ein? Jawohl. Mein Stefan hat's drauf, ja, meine Damen und Herren. So. Ja, ja, Hilfe, Hilfe. Die Musik ist auch so cool. Und weiter geht's. Ja, das war ja auch wieder ultra, ultra schwer. Oh, oh, ich glaube, Moment, wir tun die erstmal hier weg, bevor da was Böses passiert. Oh, wow, ist verdammt. Ah, es wird zu den Steinen, den ich wegschießen kann. Praktisch. Okay, mal gucken, was hier oben noch so ist. Ah, der Tod ist hier oben. Okay, so. Gehen wir erstmal hier nach links. Hier war ja auch noch was. Okay, hier ist nichts. Ich nehme das zurück. So. Jetzt schießen wir uns hier einfach mal durch. Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. Ist er weg? Nein. Ai, 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 ai. So. Aber man sieht schon, also ich weiß nicht, ich glaube, es ist so ein Spiel, was nicht jedem gefallen wird. Ich mag solche Spiele voll gerne. Und ich finde es voll cool. Es passiert zwar irgendwie noch nicht viel im Moment, aber es ist ja jetzt das 3. Level oder das 4. Ist ja klar, dass hier noch nicht so viel Action ist, aber ich könnte mir vorstellen, dass man noch viel aus dem Spiel rausholen kann. Was war das denn jetzt? Da kann man schon eine ganze Menge noch draus machen, ne? Das ist schon schön, ja. So, mal gucken, was jetzt auf uns wartet. Hilfe wartet auf uns. Was bist du denn? Holy Kaboli! Okay. Das ist schon mal... Also, ab hier ist jetzt blind, ne? Ich habe jetzt keine Ahnung, was passiert. Das gefällt mir schon nicht so gut. Ah, das war knapp. Na. Okay. Die Steuerung ist eigentlich sehr angenehm. Ja, ist ganz nett. Das einzige Problem ist, dass man nicht so richtig weiß, in welche Richtung man schießt. Was ist denn hier? Was ist das? Nein! Ah, wie ärgerlich. Was ist das? Ah, ein Schild anscheinend. Wie lange habe ich das jetzt? Kann ich damit... Da unten sind ja anscheinend Diamanten im Wasser. Nein! Ah, immer diese falsche Taste. Ach, noch einen. Na super, Stefan. Toll gemacht. So, ich mach jetzt hier voll risky Sachen. Ah, okay.
einmal berühren und das war's dann. Aber hier muss es doch irgendwie... Ah! Oder? Oh, ich muss schnell ins Wasser. Moment, 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 Moment. Oi, 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 oi. Okay, also es ist jetzt schon ein bisschen schwieriger, möchte man meinen. Und ich frage mich gerade, wie das hier jetzt weitergehen soll. Denn in die Lava kann ich ja nicht. Ich kann nur hier unten hin, aber da kann ich ja nicht hinschießen. Jetzt trödel da oben nicht herum, vernichte diese Kreatur. Ah, ist ja okay. Nein, 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 nein. Uiuiui, das ist aber auch echt knapp. Knappe Geschichte. Ah. Ah, nee, doch nicht. Okay, also das ist jetzt schon mal, auf einmal ist es schwer. Oder ich bin einfach blöd. Ich hätte jetzt gesagt... Ach, guck mal, man kann auch gedrückt halten, das muss man ja... Sowas muss man ja auch erstmal so gesagt kriegen, ne? So, haben wir denn eine Möglichkeit, hier irgendwie das Wasser wegzutransportieren? Ich kann hier... Das bringt mir ja nichts, weil das Wasser einfach viel zu wenig ist. Oder kann ich Wasser greifen? Und es... Nee. Okay. Ja, sicherlich. Klar. Da unten kann ich doch irgendwas... Was? Wieso kam jetzt von oben das Wasser runter? Sabotage, das ist gemein. Was ist da passiert? Habe ich irgendein Event ausgelöst und nicht gesehen, was? Toll. Großes Kino. So. Erst wenn du stirbst, kannst du das Level beenden. Oh. So, jetzt habe ich wenigstens alle gerettet. Ne, da war noch ein Diamant. Den möchte ich jetzt noch holen. So. Naja, so geht das natürlich auch, ne? Aber bringt mir das irgendwas? Jetzt habe ich da schon mal... Ah! Aha, ich musste alle von diesen Viechern töten, oder wie sieht das aus? Egal, es wird schon einen tiefsinnigen Grund haben, den ich da jetzt erfüllt habe, ne? Jetzt müssen wir erstmal 3 Jahre warten hier. Arbeiter Rod, es schien so ein guter Job zu sein. In meinem Beruf ist es nicht ungewöhnlich, ein unterirdisches Forschungslabor zu bauen, aber niemand hatte mich vor den Gefahren hier unten gewarnt. Nichts wie raus hier. Okay, Rod, das machen wir doch sehr gerne. Level erledigt. Ach, das war alles ein Level. Naja, okay. Wir haben das erste Level des Spiels geschafft. Toll. In den Abgrund. 10 Minuten haben wir gebraucht. Wir registriert. Rang 6187. Das klingt auf den ersten Blick gar nicht mal schlecht. Zum Freischalten benötigt Schätze 24. Wir haben 11. Das ist ja nicht so gut. Ah. Okay. Ich wette, das ist jetzt schwieriger, das Level. Machen wir noch eins? Nein, ich denke, ihr habt jetzt das Spielprinzip verstanden.
Und wenn es euch gefällt, dann könnt ihr euch das Spiel ja selber kaufen. Pixel Junk Shooter, so teuer ist es gar nicht. Ich kann ja mal ganz schnell hier auf die Seite klicken und mal nachgucken, wie teuer dieses wunderbare Spiel denn bei Steam aktuell ist. Ich habe es in irgendeinem Bundle gekriegt, dementsprechend weiß ich das nicht. Es hat den Preis. 9 Euro. 9 Euro. 9 Euro sind, denke ich, auch mal eigentlich ganz okay für das Spiel. Es macht echt Spaß. Und ich wünsche euch noch einen schönen Tag. Tschüss.